Jetzt geht's echt Schlag auf Schlag. Nachdem Max Otte ja vorgestern schon gesagt hat, wenn es die Linie der Werteunion bleibt, dass nur die Werteunion eine freiheitliche Partei ist und nicht die AfD, dann wird er der Partei austreten. Und jetzt haben wir den nächsten, der das aber durchgezogen hat, denn Markus Krall ist jetzt aus der Werteunion ausgetreten. Also was ein Schock für die Partei, ne? Vor allem für diejenigen, die nur Mitglied werden wollten wegen Markus Krall und Max Otte. Markus Krall und Max Otte hatten ja noch eine andere Interaktion, nämlich hat Markus Krall gepostet, Frage an die Geschiedenen in dieser Runde, wer von euch würde seine Ex als Premium-Partner einordnen. Das hat zwar jetzt Michael Kur gesagt, das wäre nur Sarkasmus gewesen. Premium-Partner für uns von der Werteunion wäre die CDU. Das ist natürlich sarkastisch gemeint. Aber Max Otte sagt auch, Markus Krall zur derzeitigen Linie der Werteunion, volle Zustimmung. Also wird Max Otte bestimmt auch bald austreten. Natürlich gibt es hierzu jetzt viele Fragen und Markus Krall hat ja geschrieben, hiermit gebe ich bekannt, dass ich heute aus der Werteunion ausgetreten bin. Max Otte wird folgen und Didi sagt, hallo Herr Markus Krall, ich schätze Sie sehr, umso mehr würde ich mich über die Darlegung Ihrer Gründe freuen. Wenn Sie aus der Werteunion ausscheiden, ist das für mich ziemlich bedauerlich. Vielleicht mögen Sie sich ja hierzu äußern. Da bin ich auch mal gespannt, was er dazu sagt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare.